Wie kommst du denn hier rein? Durch die Tür. Alle Leute kommen durch die Tür, nicht durchs Fenster. Sehr geistreich. Wieso legst du dich eigentlich hier einfach so ins Bett? Weil unterm Bett schläft es nicht so schlecht. Neben dem Bett auch. Du bist wirklich äußerst witzig heute Morgen. Was glaubst du eigentlich, warum ich dir das Bett im Wohnzimmer gemacht habe? Weil meine Blumen dich so schwach gemacht haben? Dass du keine Kraft mehr hattest, das Bettzeug zurückzutragen? War eigentlich die Konferenz zu Ende? Ich hab dich gar nicht kommen hören. Extrem spät. Entschuldige, dass ich dich den ganzen Abend allein gelassen habe. Du, ich war nicht alleine. Sandra Behrens war da. Sandra? Ja. Und? Sie wollte sich entschuldigen für die Kassette und dann wollte sie noch ein bisschen mit mir reden. Und weiter? Ich habe ihr gesagt, da gibt's nichts zu bereden, wo sie jetzt sowieso nach Rom geht. Ja, weiter. Na, nichts. Ich habe die Tür wieder zugemacht. Nicht gerade die feine englische Art, hm? Aber manchmal bringt eine eindeutige Geste mehr als 1000 Worte. Hm. Es ist vorbei. Sandra muss sich halt damit abfinden. Langsam glaube ich wirklich, dass du es ernst meinst. Das tue ich. Und weißt du, was ich noch ernst meine? Ja. Eigentlich könnten wir ja auch mal 5 Minuten zu spät kommen. Ausgeschlafen? So kann man es auch ausdrücken. Also ein Direktorenleben scheint ja lustiger zu sein, als wir im Lehrerfußball glauben. Wenn Lehrer und Schüler pflegeleicht sind, ha? Apropos Lehrer und Schüler. Als ich gestern bei Sandra war, ist Simon plötzlich aufgetaucht. Oh, Sandra, Mensch, lass mich mit der Geschichte in Ruhe. Ich brauchte erstmal Abstand, okay? Es geht doch gar nicht um Sandra, es geht um Svenja. Simon war gestern bei ihr zu Hause. Ist das da wirklich so schlimm? Ihr Vater hat ihn rausgeschmissen. Einfach so. Der Junge ist total geschockt. Oh Mann. Und ich, Idiot, hab's noch angeschnauzt, als sie letztens bei mir war. Sandra und Simon versuchen heute nach der Schule mit ihrem Vater zu gehen. Vielleicht hilft's. Aber du hältst mich auf dem Laufenden, ja? Ciao. Wegen der U-Haft und allem, was danach noch kam, ist Svenja im Unterricht ziemlich hinten dran. Und deshalb ist es wichtig, dass sie von uns allen besondere Unterstützung bekommt. Tja, das Lernen kann ich ihr nicht abnehmen. Das ist alles, was dir dazu einfällt. Das hörst du wohl nicht gerne, ne? Also im Moment sollten wir wohl alle besser am selben Strang ziehen. Und sie sollten auch verstehen, dass Svenja im Moment eine besonders schwierige Zeit durchmacht. Und dass sie ihr einfach den Rücken stützen müssen. Andere machen auch harte Zeiten durch. Wer denn? Du? Da gibt's ja wohl noch ein paar Unterschiede, ja? Die braucht keine Unterstützung, die braucht ein paar hinter die Ohren. Mit der Tour kommt er dann. Also Svenja, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt erstmal allein mit deinem Vater rede. Du und Simon, ihr könnt ja noch nebenan gehen und schon mal über eure Nachhilfe reden. Ja, das finde ich auch. Wir sollten gleich mal loslegen. Das ist eine ganze Menge Arbeit, die auf uns wartet. So, jetzt können wir offen reden. Also, Svenja ist im Moment mit den Nerven ziemlich runter. Aber im Grunde, also von der Intelligenz her, bin ich sicher, dass sie die Versetzung schaffen würde. Für sie war auch die Schule bestimmt auch kein Problem. Naja, ich meine, sitzen geblieben bin ich natürlich nie. Und darum bin ich mir auch sicher, dass Svenja alle Prüfungen schaffen wird, wenn sie genügend vorbereitet ist. Hm. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Möchten Sie ein Schlückchen Wein haben?
Naja, warum eigentlich nicht? Dann mach ich uns beiden jetzt ein ganz besonders gutes Tröpfchen auf. Na, was sagst du? Hab ich gestern Abend gemacht. Also wenn deine Power genauso groß ist wie dieser Lehrplan hier, dann nehme ich in einem halben Jahr bei dir Nachhilfe. Oben ist immer der Name des Fachs. Drunter der Name des Gebiets und der Zeitraum, in dem ich es durchgepaucht haben will. Das sieht ja echt tierisch stressig aus. Quatsch! So viel ist das nicht. Wenn ich die Zähne zusammenbeiße und du mir hilfst, schaffe ich das. Und wenn ich dann die mittlere Reife habe, gucke ich durch ganz Europa. Wenn genug Knete da ist, vielleicht sogar bis New York. Hey, wie kommst du auf New York? Du hast mich doch erst auf den Trip gebracht. Überall, wo du hinguckst. Bockstarke Graffiti an den Wänden. Total geile Rapmusik. Live. Und überall ein irres Feeling. Oh Mann, yeah. New York, da tanzt der Bär. Hoffentlich machte dein Vater nicht einen Strich durch die Rechnung. Mensch, was labern die da drin so lange? Jetzt komm, jetzt werd nicht zappelig. Sandra macht es schon. Mann, wenn die noch lange rumsülzen, werde ich wahnsinnig. Wohin nur mit dem Plan? Ziel immer vor Augen, wie? Ja. Und wenn ich es erreicht habe, zeigst du mir noch mal, wie man Fotos entwickelt, ja? Diesmal mache ich auch garantiert keins kaputt. Ja, das hätte ich dir auch nicht geraten. Tja, alles klar. Dein Vater wird dich ab jetzt voll unterstützen. Das glaube ich erst, wenn ich es von ihm selbst höre. Also, der hier ist für Schulwischer. Aber wenn ich dich noch einmal mit einem von diesen Nazis erwische, dann ist es aus. Dann kannst du sehen, wie du klarkommst. Das ist auch meine Bedingung. Kein Kontakt mehr zu den Nazis. Das ist der Wichser. Ich glaube, es trillert. Das ist er, das ist er. Das ist der Wichser, der uns verraten hat. Der bei Svenja, was soll das? Und jetzt? Sobald der Alte sein Bier holt, kaufe ich sie mir. Das war toll, wirklich. Dagegen bewegt sich mancher Profi wie ein Elefant. Sehr witzig. Hallo Jenny. Hi Nadine. Wollen Sie was kaufen? Die Tanznummer hat mich wunschlos glücklich gemacht. Ciao. Was war das denn für ein scharfer Typ? Bist du nicht mit deinem Dr. Eschenbach schon voll ausgelastet? Ich wäre froh, wenn er mich ein bisschen auslasten würde. Was ist denn? Erzähl mal. Na ja, es knistert schon ganz gewaltig und er ist auch kein kleiner Junge mehr wie Ronny. Er ist ein richtiger Mann. Aber irgendwie verstehe ich's nicht. Erst baggert er mich an und jetzt meldet er sich nicht mehr. Vielleicht hat er zu viel mit der Pharmacare am Hut. Nee, da hat er doch gekündigt. Er versucht jetzt die Praxis von der Frau Dr. Degenhardt zu übernehmen. Und rate mal, wer der Sprechstundenhilfe werden soll. Ey, super! Ja, wenn das wirklich klappt, dann hast du ja jeden Tag die Chance, ihn an die Leine zu nehmen. Ich glaube, ich muss da eher in Jahren rechnen als in Tagen. Oder in Stunden. Macht sowas ein Arzt nicht an? Wow, Mensch, das ist ja klasse. Hast du das selbst gemacht? Gerade fertig geworden. Probier's doch einfach mal an. Na los! Okay. Es schleicht ein Biberputzebad in unser Haus herum. Es läuft ein Biberputzebad in unser Haus herum. Er rötelt sich, er... Ah, Moment, bleib schön, Maxi. Stell nichts an, ich komm gleich wieder. Ja, ja, ich komm ja schon, in der Ruhe liegt die Kraft. Guten Tag, womit kann ich dienen? Ist hier noch Karneval? Wieso?
Ach so. Entschuldigen Sie, das habe ich ganz vergessen. Wissen Sie, ich habe gerade mit meinem Urenkel gespielt. Jetzt. Von Urop hätte ich mir auch gewünscht. Sagen Sie mal, bin ich hier richtig bei Busch? Ich suche einen alten Freund, Marco Busch. Ja, und ob Sie da richtig sind, junger Mann. Allerdings ist Marco zurzeit nicht zu Hause. Mhm. Aber bestimmt kann Ihnen seine Frau weiterhelfen. Was, Marco ist verheiratet? Ja, er hat sogar ein Kind. Der Kleine da, mit dem ich gerade spiele. Das gibt's ja nicht. Komm, lass mal Marco alleine schauen, gründet eine Familie. Sagen Sie mal, wo finde ich denn seine Frau? Ach, das ist ganz einfach. Kennen Sie die Marienhofpassage? Mhm. Ja, da hat Jenny, Marcos Frau, eine Boutique. Können Sie gar nicht verfehlen. Eine Boutique? Ja. Ich glaube, dann haben wir uns schon kennengelernt. Naja, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, bitte sehr. Und viel Spaß noch mit Marcos Söhnchen. Ja, das Walter Hugo und die sieben Zwerge. Wiedersehen. So. Maxi. Auf in den Kampf. Uropa, es schleicht ein Biberputzel. Mensch, Nadine, halt jetzt mal still. Wenn du für deinen Verehrer auch so rumhampelst, denkt er, du gehörst in eine Therapie. Wenn mein Verehrer die Therapie leitet, gerne. So, fertig. Mensch, toll. Ich muss jetzt aber auch los. Hast du wirklich nichts gegen Ratenzahlung? Alles langfristig durchdacht. Wenn du erstmal Arzthelferin bist und die dicke Kohle verdienst. Schau mal, wer da kommt. Wollen Sie jetzt doch was kaufen oder haben Sie was vergessen? Weder noch. Mich schickt ein babysittender Urgroßvater. Was? Ich komme von Marcos Opa. Du bist doch Jenny Busch, Marcos Frau. Ja? Stefan Hausner. Ich bin ein alter Kampfgefährte aus Marcos Zivi-Tagen. Bist du am Ende der Stefan? Genau der. Das gibt's doch nicht. Der Stefan Hausner, der mit meinem Marco in der Zivi-Zeit um die Krankenhäuser gezogen ist und alle Schwesternschülerinnen angemacht hat? Ich niemals. Bin ich gar nicht der Typ dazu. Schon klar, wie ihr das damals mit den Schwestern geregelt habt. Setz dich doch. Hast du die gemacht? Ja. Hey, das ist super. Die Pariser Modefuzzis knicken die Ohren ab, wenn sie das sehen. Ja, im Vergleich dazu entwerfen die Kartoffelsäcke. Hast du noch mehr davon? Klar. P ist kleiner a gleich P von B. Statt Asylanten sollte man lieber die Mathe-Typen aus dem Land jagen. Aus dem Knast, wohin sonst? Wie aus dem Knast? Bin jetzt im freien Vollzug. Tagsüber darf ich raus, nachts muss ich im Bauch pennen. Wie kommst du denn dazu? Mein Alter kennt über den Golfclub eins von diesen hohen Justiz- oder Polizeitieren. Der kann schließlich auch mal was für seinen Sohn tun, oder? Stark. Komm, gehen wir woanders hin. Wenn mein Alter zurückkommt, der dreht dir den Hals um. So. Jetzt kann dein Alter erst wieder rein, wenn wir es zulassen, klar? Und Sascha? Hat das Pech, dass sein Alter eben nur ein Schreinermeister ist. Er zimmert im Golfclub höchstens die Scheißhäuser zusammen. Und dein Alter rührt keinen Finger für ihn? Soweit reicht seine Sympathie für Deutschnationale dann doch wieder nicht. Aber Sascha ist jetzt schön brav im Knast. Hält schön die Schnauze, tut alles, was man ihm sagt. Vielleicht lassen sie ihn ja bald raus. Hier, das hat mir Jonas geschenkt. Zur Begrüßung. Das sind noch Freunde, die freuen sich richtig, wenn sie einen sehen. Und die kämen auch nie auf die Idee, sich heimlich mit Verrätern zu treffen. Meinst du Simon Wegener? Ja. Dafür kann ich nichts. Den haben sie mir zugeteilt. Zur Nachhilfe. Aber ich lasse ihn voll auflaufen. Ach, viel zu subtil. Wir sind, wie es so schön heißt, Rechtsradikale. Und Simons Meinung nach sind Rechtsradikale dumpf und brutal. Die lassen nicht auflaufen, die hauen drauf auf die Scheiße. Und jetzt frage ich dich.
Haben wir das Recht, seine Sicht von uns zu zerstören? Ist es nicht unsere Pflicht, seine Weltsicht zu respektieren und dafür zu sorgen, dass sie verdammt nochmal intakt bleibt, ha? Wenn du ihm was tust, bleibst du ewig im Knast. Entweder man hat gewisse politische Überzeugungen oder nicht. Aber wenn man sie hat, weiß man, wer seine Feinde sind. Knast hin, Knast her. Wenn man sich allerdings auf seine Feinde einlässt und ihnen ein bisschen auf den Leim geht, ist das doch was anderes, oder? Komm, reden wir woanders weiter. Am Ende ist mein Alter nur Zigaretten holen. Der bringt's fertig und ruft die Polizei, wenn er nicht reinkommt. Ja, meinetwegen. Aber dass dieser Simon-Arsch unser Feind ist und Feinde bekämpft werden müssen, das hast du jetzt geschnallt, oder? Der Alter, schnell, geh in mein Zimmer. Sobald die Tür zu ist, schleichst du raus, ohne dass er was mitbekommt. Ich habe ein paar Fotos von meiner Japan-Reise dabei. So kleinformatig wirken sie natürlich noch überhaupt nicht richtig. Aber ich hey, ist das hier in Tokio? Nee, das ist Yokohama. Tokio ist weiter hinten. Wahnsinn. Ich habe versucht, die japanischen Jugendlichen von heute zu porträtieren. Die sehen aber auch nicht viel anders aus als hier. Ich meine, wie sie sich geben. Das wird auch der Inhalt meiner Ausstellung. Was für eine Ausstellung? Na, bei Shinjin Rui. Was? Die rebellische japanische Jugend. Das ist nur ein kleiner Teil der Fotos. So eine Art Appetithappen für die Galeristen, damit sie anbeißen. Hast du noch keine Galerie? Ich bin erst seit 2 Wochen wieder da. Aber jetzt fange ich richtig an zu suchen. Ich weiß eine. Du? Ja, ich. Peter, der Freund von Inge, meiner Schwiegermutter. Also Markus' Mutter. Der hat hier eine Galerie, gleich gegenüber. Soll ich mal mit ihm reden? So einen Blick für Frauen hätte ich Marco gar nicht zugetraut. Okay, aber nur, wenn es dir wirklich nicht ausmacht. Tut's nicht. Und Peter gefällt die Idee bestimmt. Das klappt schon. Und als dann kannst du dir dann eine Modenschau mit meinen Klamotten ins Programm nehmen. Warum eigentlich nicht? Ist das ein Witz? Was ist denn mit dir los? Wieso hast du ihn abgeschlossen? Ach, ich wollte halt ungestört lernen und wenn ich hinten in meinem Zimmer bin, höre ich nicht immer, wenn vorne jemand reinkommt. Ich glaube, das Lernen tut deinem Kopf nicht gut. Wer soll denn hier reinkommen? Warst du nicht einkaufen? Ach, ich habe die Lottozettel abgegeben. Einkaufen gehe ich nachher. Lern du nur schön weiter. Ich meine, vielleicht wird hier doch noch was aus dir, hä? Hey, du scheinst mir ja wirklich helfen zu wollen. Na, wenn du dir Mühe gibst, dann gebe ich mir auch welche. Was ist das denn hier? Das ist von Heiner. Er ist einfach reingeplatzt. Ich kann nichts dafür, wirklich. Ihr habt mich lange genug verkauft, du und deine Lehrerin. Jenny blockiert das Bad immer noch. Die ist mindestens seit einer Dreiviertelstunde da drin. Ja. Mann, wo sind meine Ohrclips? Ich habe sie extra auf die Kommode gelegt. Die blauen? Die habe ich daneben die Blumen gelegt. Die hast du ja ewig nicht mehr angehabt. Ach, für mich brauchst du nicht decken. Ich werde gleich abgeholt. Von einem sehr interessanten Typen. Hallo, komm rein. Hallo. Das ist Stefan Hausner. Marco und er haben zusammen Zivildienst gemacht. Er wollte seinen alten Freund besuchen und ist bei mir in der Boutique gelandet. Und weil Marco heute erst später kommt, machen wir uns jetzt schon mal bekannt. Marco und ich haben uns ewig nicht mehr gesehen. Ich war 3 Jahre im Ausland. Ich wusste nicht einmal, dass er verheiratet ist. Ach, jetzt dämmert's. Ja, Sie sind doch der, der Marco überreden wollte, Marco Polo zu spielen und in die weite Welt zu reisen, stimmt's? Genau. Aber gegen seine Mutter war meine Überredungskunst einfach machtlos. Jetzt verstehe ich allerdings, warum er immer so von ihm geschwärmt hat. Wieso? Was hat er denn gesagt? Na, die Wahrheit. Weil das andere, was er gesagt hat, stimmt ja auch. Was denn? Dass Sie keine Komplimente mögen. Ach, Peter Sommer. Der Peter Sommer? Der Besitzer der Galerie Kunst und Form? Ja. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Jenny hat mir schon viel von ihrem galeristischen Mut erzählt. Ach, ich muss unbedingt noch mit dir reden. Aber jetzt sollten wir besser gehen. Sagst du Marco, dass wir ein wilden Mann sind? Mach ich. Aber sagen Sie nur, dass Jenny da ist. Dann bleibt's eine Überraschung. Klar. Ciao. Wiedersehen. Ciao. Ein netter Freund, den Marco da hat. Wundert dich das?
bei der netten Mutter? Künftige Carla Lagerfeld. Auf den künftigen Stefan Helmut Newton. Also eins kapiere ich nicht. Was? Wie Marco so eine Traumfrau wie dich so oft alleine lassen kann. Eine andere Frau, klar. Aber dich? Also wenn ich dein Mann wäre, ich würde mich an deinem Bein festketten. Na, auf den Klotz könnte ich verzichten. Hältst du mich für so flatterhaft, dass ich mich von irgendeinem Typen abschleppen lasse? Aber für so sexy, dass es einfach jeder versuchen muss. Hey, Moment mal! Marco! Stefan! Mach 12 mal 20, bitte. Können Sie mir auf einen 100er rausgeben? Kein Problem. 13, bitte. Danke. Kann ich den haben? Ich habe tierischen Hunger. Bitte. Danke. Was willst denn du hier? Ich muss los, der Knast ruft. Heiner, ich brauche eine Bleibe. Bitte. Es wird viel passieren. Vorsicht, Falle. Kontakt zu den Fahrschuhs bedeutet Knast. Lässt Svenja sich wieder reinreißen? Einen größeren Stein könnte sie sich nicht in den Weg legen. Stolpern Sie nicht. Im nächsten Marienhof.